Hallo, guten Abend, liebe Zuschauer. Recht herzlich willkommen heiße ich Sie heute Abend hier bei unserem Formel-1-Zirkus. Nein, natürlich hier in unserem Studio Musikbox Deutsch aus Ludwigshafen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer der beliebtesten Sendungen. Und wir haben Künstler, Interpreten, alles was an Stars, an Aufgebot aufzuhelfen war, das haben wir hier heute Abend für Sie vorbereitet. Und ich darf Ihnen zuallererst mal eine meiner berühmten und beliebten Kolleginnen vorstellen. Sie wird Sie heute Abend durchs Programm führen. Es ist eine Sängerin, Moderatorin. Sie ist aus vielen Rundfunk- und Fernsehveranstaltungen bekannt. Es ist eine Künstlerin aus dem schwäbischen Raum. Freuen Sie sich mit mir auf die schwäbische Nachtigall, Brigitte Henrich. Ja, vielen herzlichen Dank, aber zuerst mal ein ganz herzliches guten Abend heute. Und ich hoffe, lieber Peter, dass ich heute, ich mache die Co-Moderation mit dem Peter Carlos zusammen, also nicht, dass er oder ich alleine heute das Programm führen, nein, wir wechseln uns heute etwas ab. Ich glaube, das ist etwas ganz Neues heute mal, ein Mann und eine Frau. Ja, Sie hören, ich bin eine Schwäbin, aber ich freue mich umso mehr, heute in Ludwigshafen einmal live dabei sein zu können. Ja, ich habe Ihnen einige Leute mitgebracht, Künstler mitgebracht, nette Kollegen und einer muss ja natürlich den Anfang machen. Und er ist mir ganz besonders ans Herz gewachsen. Er kommt aus dem Schwarzwald, jawohl. Er hat sich bei mir mal vorgestellt als Jodler-Hansi. Dann dachte ich, na, Österreich, Bayern, bei uns kann ja keiner jodeln, dachte ich. Von wegen. Jodler-Hansi kommt, wie gesagt, aus dem Schwarzwald. Er jodelt wunderbar. Ja, und Sie sehen dann nachher aber auch, dass er einige mitgebracht hat. Und zwar von der Trachtengruppe von Oberwolfach 15 Leute circa. Normal sind es 35, aber so viel passen ja heute in unser Studio gar nicht rein. Ja, die tanzen nicht, sondern die begleiten ihn heute musikalisch mit Gesang. Aber zuerst hören wir einmal von unserem Hansi Harder, wo die Berge blühen. Die Blumen blühen und dann kommt das Oberwolfach-Lied mit der Unterstützung von der Trachtengruppe Oberwolfach. Yeah.
Türme stehen. Da ist ein makabrig schön, wo zwei Glockentürme stehen. Da ist ein makabrig schön. Da ist ein makabrig schön. Hansi Harter. Ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Er kann jodeln, wunderschön, und er hat auch eine wunderschöne Stimme. Er kommt aus Oberwolfach, aus dem Schwarzwald, und im Schwarzwald bleiben wir wiederum. Es kommen zu Ihnen zwei Brüder, das Duo Feuer und Eis. Seit 6 Jahren sind sie zusammen musikalisch verbunden, und sie kommen aus dem örtlichen Blasorchester. Ja, die Liebe gilt der Musik. In ihrer Freizeit Hobby ist die Musik geworden. Sie schreiben Texten selbst. Und ihre erste CD heißt Ein Lied für dich. Und daraus stellen sie uns jetzt zwei Titel vor, nämlich Heimat, Text, Musik von beiden geschrieben. Ja, und dann noch, was sagen uns die Sterne? Und da ist auch ebenfalls die Musik von den beiden geschrieben. Viel Spaß mit dem Duo Feuer und Eis. Ich schließ die Augen und denk zurück an meine Kinderzeit. Mir fehlte nichts zu meinem Glück und alle Sorgen waren so weit. Nie hab ich daran gedacht, dass ich dich mal verliere. Ich hab nur einen Wunsch, ich will zu dir. Für mich mehr als nur ein Wort. Heimat, von hier da möchte ich nie mehr fort. Heimat ist da, wo ich geboren bin. Heimat, zu dir zieht mich immer wieder hin. Nur wer mich jemals verloren, verstehen, dass ein Teil von mir erfuhr. Heimat ist für mich mehr als nur ein Wort. Heimat, von hier da möchte ich nie mehr fort. Heimat ist da, wo ich geboren bin. Heimat, zu dir, da zieht's mich immer wieder hin. Heimat. 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 Thank you.
ein kleines Stück vom großen Glück. Was brauchen wir schon mehr? Ein liebes Wort zur rechten Zeit. Das fällt uns manchmal schwer. Denn was wird kommen nach jeder Nacht, wenn ein neuer Morgen erwacht? Was sagen uns die Sterne? Wie wird es weitergehen? Werden wir die großen Wunden alle überstehen? Was sagen uns die Sterne? Ein bisschen zu verdunnen. Schau nicht weg, schau nach vorn und mach das Beste draus. Frag mich nicht, ich weiß es nicht, wie sieht die Zukunft aus? Was wird kommen nach jeder Nacht, wenn ein neuer Morgen erwacht? Was sagen uns die Sterne, wie wird es weitergehen? Werden wir die großen Wunden alle überstehen? Was sagen uns die Sterne, bringt uns die nahe Zukunft? Vielleicht ein bisschen zu verdunnen. Was sagen uns die Sterne? Wie wird es weitergehen? Werden wir die großen Wunden alle überstehen? Ja, die Brüder Feuer und Eis. Ja, ist ihnen auch etwas heiß geworden? Also uns im Studio auf jeden Fall. Glitzern in deinen Augen, so heißt der nächste Titel bzw. seine erste CD. Er ist gerade 17 Jahre jung, schreibt eigene Texte, kann wunderschön singen. Er stellt ihnen jetzt auch vor, Glitzern in deinen Augen, dann einmal nur, er ist ja heute da, den Text hat er selbst geschrieben, und dann gemeinsam. Er kommt aus Saarlouis und heißt Sven Parger. Ich seh das Glitzern in deinen Augen. Du bist doch ganz bestimmt verliebt. Oh Mann, ich kann es gar nicht glauben, dass es sowas heute noch gibt. Du hörst Musik in der Abendstille. Du schwebst auf Wolken durch den Tag. Du siehst die Welt durch die rosa Brille, nur weil du glaubst, dass er dich mag. Man kann dich wirklich nur beneiden. Das ist hier alles schön für dich. Musst wieder mal total verliebt sein und leider wieder nicht in mich. Du hast schon wieder den Kopf verloren, weil dir ein anderer Mann gefällt. Verliebt bis über beide Ohren, tanzt
kannst du singen durch die Welt. Ja, du genießt jede Minute, weil heut für dich die Sonne lacht. Ich wünsch dir ehrlich alles Gute und hoff, dass er dich glücklich macht. Man kann dich wirklich nur beneiden, das ist ja alles schön für dich. Musst wieder mal total verliebt sein und leider wieder nicht in mich. Wir kennen uns nun schon viele Jahre und haben einiges erlebt. Ich brauch mir gar nichts vorzumachen, du siehst nicht, wie es um mich steht. Glaubst du, ich hab keine Gefühle? Glaubst du, ich mach mir nichts aus dir? Und wenn ich nachts im Kissen wühle, seh ich nur dein Gesicht vor mir. Man kann mich wirklich nicht beneiden, es ist schon wirklich hart für mich, dass du schon wieder so verliebt bist und leider wieder nicht in mich. Doch das ist mir alles ganz egal. Ich warte auf das nächste Mal. Ich warte auf das nächste Mal. Ich warte auf das nächste Mal. Wir kannten uns seit Jahren schon, lachten beide gerne oft und laut, quatschten manchmal nächtelang am Telefon und wir waren einander so vertraut. Deine dunklen Augen und dein langes Haar machen dich fast überirdisch schön. Als du mir erzähltest, was dich so bewegt, konnte ich in deine Seele sehen. Einmal nur lagst du in meinen Armen, einmal nur hab ich dich zart geküsst. Einmal nur hast du gesagt, dass du mich magst. Und es ist uns klar, obwohl sonst gar nichts war, dass zwischen uns seit diesem Tag nichts mehr wie vorher ist. Jetzt gehst du nicht mal mehr ans Telefon. Du versteckst dich vor der ganzen Welt. Sagst, dass ich dir viel zu nah gekommen bin und dass mein Gefühl für dich nicht zählt. Du erzählst, es gäbe einen anderen Mann, doch den hat noch niemand je gesehen. Du sagst, dass es mit uns nie was werden kann, doch das kann ich einfach nicht verstehen. Einmal nur lagst du in meinen Armen, einmal nur hab ich dich zart geküsst. Einmal nur hast du gesagt, dass du mich magst. Und es ist uns klar, obwohl sonst gar nichts war, dass zwischen uns seit diesem Tag nichts mehr wie vorher ist.
Alle meine Träume drehen sich nur um dich. Tag und Nacht seh ich dein Bild vor mir. Glaube mir, wenn ich dir sag, ich liebe dich. Es ist wahr, ich kann doch nichts dafür. Einmal nur lagst du in meinen Armen. Einmal nur hab ich dich zart geküsst. Einmal nur hast du gesagt, dass du mich magst. Und es ist uns klar, obwohl sonst gar nichts war, dass zwischen uns seit diesem Tag nichts mehr wie vorher ist. Zeiten, alte Bräuche gehen, das ist nun mal der Weltenlauf. Man muss die Dinge stets mit neuen Augen sehen, den Fortschritt hält man niemals auf. Gemeinsam wollen wir neue Wege gehen, gemeinsam.
Gemeinsam bestreiten sie auch ihren musikalischen Weg, nämlich schon seit 10 Jahren das Trio Herzblatt. Und einer davon, der kleinere, wie ich mir sagen habe lassen, der Jörg Schwimmer, der ist sogar Absolvent im Musikkonservatorium in Nürnberg. Ja, gemeinsam haben sie gestartet vor 10 Jahren, haben schon etliche Hitparaden gewonnen, Bayerischer Rundfunk zum Beispiel. Ihr Produzent ist Stefan Peters. Ja, ihr erster Titel, der heißt ganz einfach Echo der Berge. Und lieber Peter, du kommst jetzt zu mir. Wir wechseln uns jetzt ein bisschen ab. Peter, Echo der Berge, singen Sie zum ersten. Und ja, und Sie haben noch einen zweiten Titel mitgebracht. Und ich kenne das Trio Herzblatt. Und wer unter diesem Namen firmiert, der ist natürlich bei unserem Herrgott sehr gut aufgehoben. Denn der zweite Titel heißt dann, der Herrgott gibt schon Acht, sowohl auf Sie als auch auf uns. Dankeschön, Brigitte. Als es
dann hat's dich leicht auf dieser Welt. Überall lauert die Gefahr. Man denkt nicht dran, auf einmal dann ist man ihr ganz nah. Doch einen gibt's im Himmel drum, der schaut auf uns herab. Er nimmt sich wirklich jedem an, ist seine Zeit auch knapp. Der Herrgott gibt schon auf uns ab, der Herrgott passt schon auf. Am Tag da, wenn die Sonne lacht, in der Nacht ganz sicher auch. Der Herrgott passt schon auf. Dahin, wo die Gefahr am größten ist. Am Ende bist du wieder froh, dass dir nichts geschehen ist. Der Herr im Himmel schaut auf uns, schickt seine Engel her. Sollen uns bewahren vor Schmerz und Leid, für jetzt und alle Zeit. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, möge unser Herrgott noch recht lange seinen langen Arm und sein Auge auf dieses Trio halten. Eine sehr sympathische Truppe, das Trio Herzblatt. Auf Wiederschauen, ihr lieben Freunde, und hoffentlich sehen wir uns bald wieder mal. Und weil wir gerade bei der Religion sind, es gab zu Luthers Zeiten mal einen berühmten Ausspruch: Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Und da hat sich ein Herr Tetzel in der Nähe von Braunschweig diese Sache zunutze gemacht und hat fleißig kassiert. Und wir haben heute eine Gruppe da. Es sind die Kammerjäger. Und diese Kammerjäger seit etwa 2,5 Jahren zusammen. Sie besingen dieses Lied von Herrn Tetzel vom Tetzelstein aus Braunschweig. Freuen Sie sich mit mir auf die Kammerjäger. Der Tetzelstein beim Reitlingstal erinnert heut daran, es war zu Martin Luthers Zeit, da lebte dort ein Mann. Für Geld und Gold bekam man seine Sünden schnell verziehen, so konnte man als guter Christ vom Fegefeuer fliehen. Auch Ritter Hagen, der war sehr um Seelenheil besorgt. Und so ritt er eines Tages los und besuchte diesen Ort, wo
wo Tetzel für ne Grundgebühr das Paradies verschenkt. Doch das Schicksal hat in diesem Fall die Wege falsch gelenkt. Erst wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, so kannst du vor dem Fegefeuer fliehen und dann hat der Herrgott dir verziehen. Halleluja, 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 Halleluja. Hallo Julia, Hagen sprach den Tetzel an, ob es nur für Sünden gilt, die er schon begangen hat und für die er sich schuldig fühlt. Vielleicht, so meinte Hagen schlau, würde es auch anders gehen. Er bezahlt schon mal im Voraus für die Sünden, die noch geschehen. Tetzel war recht angetan von dieser Idee, brachte es doch zusätzliches Geld ins Portemonnaie. Dass das dann ein Fehler war, merkt er, als er kassiert, denn Hagen hat ihn erst beraubt und dann massakriert. Erst wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, so kannst du vor dem Fegefeuer fliehen und dann hat der Herrgott dir verziehen. So kannst du vor dem Fegefeuer fliehen und dann hat der Herrgott dir verziehen. Kammerjäger, Halleluja, kann ich da nur sagen. Und Sie haben natürlich diesen Titel selbst komponiert, selbst getextet. Hallo, ihr Kammerjäger, Halleluja. Und irgendwann sehen wir uns mit Sicherheit wieder und dann habt ihr einen neuen Titel auf derselben Welle, auf derselben lustigen Art. Liebe Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hören jetzt einen Instrumentaltitel von einer ganz jungen Künstlerin. Sie hat mir heute Nachmittag verraten, sie ist heute Abend das erste Mal in einem Fernsehstudio. Sie können sich ihr Nervenkostüm vorstellen. Ich habe versucht, sie etwas zu beruhigen. Es ist mir auch fast gelungen. Und sie spielt einen wunderschönen Titel. Und liebe André Sammer, ich darf doch neben dir in Gedanken wenigstens Platz nehmen, neben dir an deiner Liebesinsel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, André Sammer. Thank you.
André Sammer. Und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. André, du hast deine Sache sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube mit Sicherheit, dass wir uns wiedersehen hier in unserer Sendung Musikbox Deutsch. Und ich darf Ihnen auch noch ganz kurz die Regie vorstellen. JRB, das heißt also Johann und Renate Biebinger, hier aus der Musikbox Deutsch in Ludwigshafen. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, wir haben jetzt einen ganz besonderen Genuss, einen musikalischen Hochgenuss. Es ist eine Akkordeongruppe mit einer jungen Dame. Es sind sogar drei junge Damen. Und eine habe ich mir ganz besonders gemerkt. Wir haben uns vor einem halben Jahr kennengelernt. Ich sage jetzt nicht Rosamunde, so ist der erste Titel. Es ist Fräulein oder Frau Elé, das muss ich noch ergründen. Hiermit einen Gruß rüber zu der Künstlergruppe, die Erlanger Musikantengruppe. Und sie haben heute mitgebracht zwei Titel, wie gesagt, die Rosamunde und heute zum ersten Mal Welturaufführung, eine Ludwigshafener Polka, die Erlanger Akkordeonmusikanten. We'll be right back.
ja, die Erlanger Akkordeonmusikanten. Und wir werden jetzt bitten, alle Künstler hier auf der Bühne. Wir spielen einen wunderbaren Abspanntitel. Die Künstler bitte nach vorne. Und ihr geht hinten im Halbkreis. Komm, geht ihr mal nach vorne. So, wunderbar. Ja, bei so vielen Künstlern und Musikanten heute haben wir echt etwas Platzprobleme, ja, Peter. Es wird ein bisschen eng hier im Studio. Aber es ist ja das Schöne, Peter, und du bist ja oft auch bei meinem Talentstall dabei. Es gibt unglaublich viele, viele begabte junge Leute, ob sie jetzt ein Instrument spielen oder ob sie singen. Aber wir können das beide aus Erfahrung sagen. Ja, und vor allen Dingen können wir auch sehr gut aus dem Stegreif arbeiten. Und weil wir ja auf Live-Sendungen sind, und das machen wir fast jeden Sonntag bei dir, in deinem Talentstall, klappt es immer wieder. Wir kriegen jetzt eine wunderbare Abspannmelodie und wir verabschieden uns bei unseren Zuschauern, ja, mit unseren Künstlern gemeinsam. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Und auf ein Wiederhören natürlich. Und wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen, in diesem Jahr vielleicht. Ja. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag, morgen. Ich glaube, dass sehr viele vor dem Fernseher sitzen. Hm? Ja, es wird wahrscheinlich so sein, dass die kleinen Schummis morgen fiebern werden. Und wir werden mit Sicherheit wieder zu Ihnen kommen mit unserer nächsten Sendung der Musikbox in Deutsch. Und freuen uns, wenn Sie, liebe Zuschauer, dann wieder einschalten würden. Auch nach dem Rennen sind wir immer wieder interessant. Ja, vielen herzlichen Dank. Auf ein baldiges Wiedersehen. Dankeschön. Mm-hmm.